Vuvuzela oder wie man in Düsseldorf sagt, Maria Agnes Strack-Zimmermann. Am Telefon jetzt die verteidigungspolemische Sprecherin der FDP, Marie Agnes Strack-Zimmermann. Oh shit. Richtig, heute ist ja Murmeltiertag, Groundhog Day, und da lädt man sich natürlich gern ein Tierchen ein, das richtig einen an der Murmel hat. Unsere Strazi. Am Anfang stand eine schwere Kindheit in den Favelas des Düsseldorfer Elendsgürtels in Meerbusch. Ihr Vater, Wolfgang Jahn, schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch, so Aufsichtsratschef der Commerzbank. Zeitweise musste die Familie deshalb sogar nach Amerika emigrieren. Marie Agnes lieferte prompt saumäßiges Abi, ständig Schulwechsel, Numerus Clausus 3-0. Einziger Ausreißer nach oben, eine 2- im Kopf schiefhalten. Im Studium memorierte sie alle Bücher der populären Was-ist-was-Reihe des Tesla-Verlages, die sie bis heute auswendig kann. Der Band Nummer 15 ist Dinosaurier. Was war Nummer 1? Die Erde. Als Einfrau-Drückerkolonne belagerte sie 20 Jahre lang mit dieser Streberschwarte die Buchläden in NRW und blieb privat eher unauffällig. Zum Karneval 1990 verkleidete sie sich als FDP und reüssierte so 2008 zur Stellvertreterin des Oberbürgermeisters von Düsseldorf. Als die Liberalen 2017 wieder in den Bundestag einzogen, hatten sie so wenig Frauen, dass es sogar der FDP peinlich war. Deshalb wurde unsere Strazi als kompetente Trägerin der Hildegard-Hambrücher-Gedenkmütze gecastet und dann auf alle Fotos geschubst. Damit sie davon nicht übermütig wird, bekam sie natürlich kein Ministerium, sondern den damals stinklangweiligen Job als irgendwas mit Rüstung. In ihrem Wahlkreis sitzt Rheinmetall, dort als Cheflobbyist ihr FDP-Kumpel Dirk Niebel. Passt. Um künftig in Talkshows als militärische Kompetenztapete direkt übernachten zu dürfen, trat sie allen Rüstungsklüngeln auf einmal bei und begann ihr Missionswerk. So erklärte sie 21, der Konflikt in der Ukraine sei nicht mit Waffen zu lösen. Beziehungsweise Anfang 22 dann irgendwie doch, aber keines schweres Waffengerät zu schicken. Ja, das ist sehr schlechtes Deutsch, aber hey, scheiß Abi. Keines schweres Waffengerät zu schicken, dabei bleibt es auch... Genau, man stellt sich bloß mal vor, was hier los wäre, wenn wir... Bitte, Strazi. Wir stellen uns jetzt mal kurz vor, wir würden sagen, wir schicken 50 Panzer und wir würden diese verladen und nach Osten verschicken, was dann zu Recht in der Öffentlichkeit los wäre. Ja, das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Während Strack-Zimmermann mit uns die Was-ist-was-Sonderedition den Froschkochen leicht gemacht, sauber durchspielt, hat sie sich bereits den nächsten Bestseller zurechtgelegt. Die Wehrpflicht wieder einzuführen, ist ein absurder Vorschlag. Und als Fachfrau für absurde Vorschläge macht sie ihn. Nach einer dramatischen, mehr als 17-stündigen Marathonsitzung fiel im Bundestag der schicksalsschwere Beschluss über die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. Was hier noch wirkt wie ein Aprilscherz, war natürlich ein Aprilscherz. 1. April 1957. Für rund 10.000 junge Bundesbürger ein historisches Datum. Sie rücken in die Kasernen ein und sind nun auf die Dauer von 12 Monaten Bürger in Uniform. Die Bürger in Uniform sollten eben in Uniform Bürger bleiben, mit bürgerlichem Selbstbewusstsein. Also kein Kadavergehorsam, kein Führerbefehl, wir folgen. Übrigens heute vor 80 Jahren Kapitulation in Stalingrad. Den Eltern der Wehrpflicht galt dieses Bürger-in-Uniform-Konzept als die einigermaßen hoffnungsvollste Chance, eine Bundeswehr aufzubauen, die bei verbrecherischen Befehlen einfach nicht mitmachen würde, die einfach wegläuft. Strazi, denk noch mal nach. Ach so, da kommt ja noch was. Unser Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier darf 60 Tage früher aus dem Knast in Massachusetts, USA. Denn dort ist zumindest ein Gesetz in Vorbereitung, nach dem Häftlinge sich freikaufen können, bis zu einem Jahr Freiheit mit ihren Organen. Ja, werden Sie sagen, wenn ich jetzt sehr oft Organe spende, bin ich doch irgendwann sowieso draußen. Muss mir nur noch einer zusammenschrauben. Shalom Shabbat, Brüder und Schwestern, denn an einem solchen Shabbat stand der Krieg in der Ukraine auf der Kippa. Vor weniger als einem Jahr. Aber keine jüdische Hass, fangen wir mit der Geschichte von vorne an. Und vorne geht es natürlich ums Ende. Um das von Volodymyr Zelensky. Putins heuchlerisches Versprechen. Er werde Zelensky nicht umbringen, schlägt heute ordentlich Zeilen.
was ja auch nicht weit entfernt ist von dem, was wir immer schon geahnt haben, von üblen älteren Meinungen, wie, dass er doch genau das will, Zelensky umbringen. Business as usual. Man möchte kotzen auf den Tisch schauen und sagen, jetzt ist aber Sabbat. War es auch. Als sich Putin traf, machte er zwei große Zugeständnisse, die heute bekannt sind, aber damals nicht. Beim ersten Treffen? Nein, am Schabbat. Ah, Schabbat. Der frühere israelische Ministerpräsident Naftali Bennett gesteht diese Woche in einem Podcast, dass er die religiösen Gesetze gebrochen hat. Er ist gereist, er ist geflogen, er hat verhandelt am Schabbat. Und schuld war natürlich nicht er, sondern einmal mehr die gottlose Kreml-Krampe Putin, ein Satan in Flaschengestalt. Und er bot Schnaps an. Ich sagte, nein, ich will keinen Alkohol, Whisky und sowas. Ich kann höchstens Wein trinken. Ja, aber der Wein ist nicht koscher. 14 Tage nach dem russischen Überfall war Bennett trotz Schabbat nach Moskau geeilt, um mit Putin mal unter Brüdern keinen zu trinken, denn... Ich habe Putins Ohr. Ich kann eine Pipeline sein. Zelensky hatte initiiert, mit Putin zu reden. Er rief mich an und bat, Putin zu kontaktieren. Das koordinierte Bennett mit den westlichen Verbündeten. Alles, was ich dann tat, war koordiniert mit Biden, mit Macron, mit Boris Johnson und mit Scholz. Und natürlich mit Zelensky. So, alle wussten Bescheid, keiner glaubte so richtig dran. Aber Bennett brachte einen Deal. Putin verlangte, dass die Ukraine nicht in die NATO gehe, Zelensky im Gegenzug Sicherheitsgarantien des Westens. Zu der Zeit war gerade der deutsche Bundeskanzler zum Antrittsbesuch bei Bennett in Jerusalem. Ein schlumpfiger Typ übrigens. Scholz ist ein Mann von wenigen Worten, anders als Angela, die war eine große Rednerin. Bennett unterbreitete seinen Deal Scholz und den Verbündeten. Und? Ich habe alles bis ins Detail abgesprochen mit Amerika, Deutschland und Frankreich. Und sie blockieren es? Im Wesentlichen ja, sie blockieren es. Und ich dachte, es sei falsch. Jetzt könnte man also wie internationale Medien über die Sache titeln, Bennett beschuldigt den Westen, eine Friedenschance vereitelt zu haben. Ja, oder man lässt das einfach weg und bläst stattdessen ein gruseliges Detail auf. Hier geht er auch. Shalom. Apropos Rektaljournalismus, erinnern Sie sich noch an die schwere Zeit? Ist lange her, aber wir waren ja auch alle völlig durcheinander. Abrams Panzer. Genau, das Panzeramt war komplett isoliert. Alle Welt wollte Leos liefern, nur er wieder nicht. Da warten unsere Verbündeten drauf, da warten auch andere Europäer, das merkt man in jedem Gespräch. Er weckt durch sein Schweigen größte Vorbehalte in ganz Europa. Das ist ja an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Man sieht, dass die Bundesregierung auch hier die Getriebenen sind. Olaf Scholz, hart gebondaged in Isolierband, der Deutsche ohne Michel, umstellt von willigen Lieferern. Und der faselt immer noch von... Aber von Alleingang kann doch gar keine Rede mehr sein. Der Alleingang besteht doch jetzt eher darin, dass die Deutschen blockieren, was andere liefern wollen. Ja, vielleicht gründet er mal irgendwie eine Kapelle. Olaf Scholz und die Isolierband oder die Alleingänge und MC Scholle. Jedenfalls Dreck am Hals. Und endlich gab der Kanzler nach. Stichwort Alleingang. Was jetzt eine Woche später noch ein bisschen fehlt, sind die Panzer der anderen. Kaum ließen die Deutschen die Leos los, grinsen die anderen asig und sagen, ja, mach doch. Kennen wir doch nie anders, die Deutschen. Mach doch mal einen Alleingang. Das wollte Kollege Thilo Jung vom Regierungssprecher genauer wissen. Können Sie sagen, ob Sie von irgendjemandem feste Zusagen oder schriftliche Einlassungen haben? Ich äußere mich dazu nicht. Ja, der Unterschied der ganzen Sause für die Ukraine ist zur Stunde null Panzer. Nur, dass man die Deutschen positioniert hat. Ständig fangen sie Streit an mit den Russen. Immer vorne weg. Das ist wirklich blamabel. In Berlin wurden 466 Wahlzettel nachgezählt. Das Ergebnis liegt jetzt vor. Es sind 466. Endlich sind sie wieder da. Die Amigas! Scheiße, nein, ich habe gesagt, die Amigas. Manche von euch sind vermutlich überrascht, mich hier mit Sarah Wagenknecht Schulter an Schulter zu sehen. Ja, ein bisschen verschachtelt, sorry. Schachtel habe ich nie gesagt. Das rote Tuch und die Mumme Rumpumpel laden ein zum großen Hexensabbat auf dem Blocksberg. Da müsst ihr natürlich alle kommen. Wir wissen, ihr seid sehr, sehr viele.
Und wer möchte sich einem Einberufungsbescheid von Bibi und Tina schon widersetzen? Da fressen wir doch einen Besen, wenn die deutschen Qualitätsmedien darüber nicht erstmal ausgewogen und fair berichten. Ruiniertes Leben. Das ist kaum zu ertragen. Der Zynismus von Schwarzer und Gauck. Kalte Kriegerinnen. Gewissenloses Manifest. Propagandahilfe für Putin. Also keine Rede von einem bellizistischen, kriegstreiberischen Tenor einer geballten veröffentlichten Meinung. Sagt bitte wer? Ja. Jetzt auch neu in den Hasencharts, abermals Habemus Habermas, der 100-Jährige, der ich glaube 93 ist, und regelmäßig aus dem Fenster springt, weil es niemand liest, was er da schreibt. Irgendwas von Verhandlungen. Zwischen den ehrwürdigen Jorge und die beiden Bitches passen ungefähr 12 Blatt Papier, auf den Hasimaus, heißt er, ihren Mädels mal zeigt, Ego-Tripper ist heilbar, strengt aber natürlich viel mehr an beim Lesen. In der Sache plädiert auch Habermas für Verhandlungen. Und damit nähern wir uns einem interessanten Punkt. Die Liste der prominenten Verhandler liest sich inzwischen wie eine immerhin respektable, untote Bürgerrechtsbewegung aus den 90ern. Während viele Medien sich zunehmend schwer tun, immer noch restseriöse Hasskappen an die Front zu liefern, die die Friedenszausel niederschreiben. Und das ist große Scheiße, denn wenn es den Kritikern der Systemmedien gelingt, durch die Systemmedien hindurch die Systemmedien umzudrehen, dann können sie ja hinterher nicht mehr über die Systemmedien meckern. Nee, dann lieber Krieg. Herbst 24 in Sachsen wurde gewählt. Wenig überraschend erfüllt die AfD ihre seit langem guten Prognosen und wird mit klarem Vorsprung vor der CDU Wahlsieger. Dazu gratuliert zerknirscht CDU-Generalsekretär Mario Chaya. Der Wähler hat gesprochen und es ist eine Frage auch des Anstands und vor allem auch des Respekts gegenüber dem Wähler, hier dieses Ergebnis zu akzeptieren. Gerüchte, nach denen es beim AfD-Wahlsieg in Sachsen nicht mit rechten Dingen zugegangen sei, tritt Schatzmeisterin Julia Klöckner noch am Wahlabend tapfer entgegen. Und diese Wahl ist, wie es aussieht, rechtsmäßig, rechtskräftig durchgeführt worden. Und die Wähler haben sehr klar ihr Votum abgegeben, eben, dass es nicht so weitergehen soll wie bisher. Auch Parteivize Carsten Linnemann überraschte mit der Einsicht, was in Berlin 23 für seine Partei gegolten habe. Das sei ja nun wohl auch das gute Recht des politischen Wettbewerbers AfD. Und deswegen gibt es einen klaren Wahlsieger und die Bevölkerung erwartet das auch, dass dieser Wahlsieger jetzt den Regierungsauftrag hat. Die AfD begrüßte in einer ersten Stellungnahme die ritterlich faire Haltung der Union und lud den abgewählten Ministerpräsidenten Kretschmer zur Zusammenarbeit ein gegen die rot-grün versiffte Hauptstadt Berlin. Willkommen in der Tinkstätte des freien Wortes und das Gegenteil, Embedded Journalism, also Berichterstattung eingebettet in die Sichtweise und auch die Truppen nur einer Kriegspartei, kennen Sie. Oder wie man unter Kollegen sagt, jeder Stuss ein Bus. Derzeit zum Thema. Klassiker. Während den Russen angeblich schon die Munition ausgeht, geht den Ukrainern angeblich schon die Munition aus. Also höchste Zeit, mal selber nachzugucken. Klassenfahrt zum Ballermann. Bei Bachmut sieht das ZDF-Heute-Journal. Seit Sommer haben sie hier eine Panzerhaubitze aus Deutschland im Einsatz. Hau, sagt die Bitze und kann für die Kamera sogar sowas. Die Soldaten warnen uns, gleich wird es extrem laut werden. Soldat Jenja ist begeistert und lobt die deutsche Wertarbeit. Wie hat der Einsatz der Haubitze die Situation verändert? Sehr stark. Den Schuss haben die Kollegen von Spiegel TV gehört und auch bei ihnen ist die Landhaubitze voll wie eine Strandhaubitze. So, 2-1 für Spiegel TV und guck mal, wer da ballert. Die Soldaten kämpfen damit gegen den russischen Angriff. Jenja vom ZDF. Nur, dass er bei Spiegel TV Jevchen oder Dimitro heißt. Die Brüder Jevchen und Dimitro sind in diesem Krieg unter anderem als Haubitzenbesatzung im Einsatz. Ja, komm, wie man im internationalen Showbusiness sagt, Hauptsache der Name ist richtig geschrieben. Eine Panzerhaubitze 2000 aus deutscher Produktion im Einsatz in der Ostukraine. Während bei Rheinmetall noch 3 Sektkorken knallen, fragen wir uns schon besorgt für die Zukunft, wann gehen der Ukraine die Vornamen aus? Bitte nicht schießen. Soweit die in Deutschland moralisch zulässige Friedensdemonstration. Alles andere wird natürlich heikel.
In Berlins Freier Universität demonstrierten sie für einen sofortigen Friedensschluss. Dass sie sich dabei von den Idolen des Kommunismus Halt und Rechtfertigung erhofften, mag an fehlenden demokratischen Leitbildern liegen. Demos in den 60ern gegen den Vietnamkrieg waren kommunistisch unterwandert und deswegen abzulehnen. Oder Beispiel in den 80ern? Mit dem US-Star Harry Belafonte als umjubelten Gast und mit der Hymne der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung ging gegen 17:30 die Veranstaltung zu Ende, der von politischen Gegnern bereits vor Beginn Anti-Amerikanismus vorgeworfen worden war. Anti-amerikanisch, die großen Friedensdemos Anfang der 80er in Bonn und zeitlos schöner O-Ton. Die Friedensbewegung, so Strauß, arbeite letztlich den Machtinteressen Moskaus in die Hände. Deswegen, wenn Sie Friedensdemos und Appelle machen, ey, vorsichtig agieren. Erstmal den Aggressor und das Opfer klar benennen. Also mal Beispiel, die von Russland brutal überfallene ukrainische Bevölkerung. Ja, ein bisschen holpriger Satzbau, egal. Dann Obacht, nie so offen gegen Waffenlieferungen plädieren, sondern behutsam nur die Eskalation von Waffenlieferungen kritisieren. Lassen Sie auch durchaus mal höflich anklingen, dass Sie nicht ganz alleine sind mit solchen Auffassungen. Wir stehen hier miteinander für die Mehrheit unseres Volkes. Wer ist er denn? Und mal Querfront, der Typ, egal. Also, verweisen Sie auf die Hälfte der Bevölkerung, die hinter Ihnen steht. Da man Ihnen möglicherweise sowieso vorwerfen wird, Sie wollten ja nur vor dem Russen kapitulieren, betonen Sie nochmal ausdrücklich, verhandeln heißt nicht kapitulieren. So, und wenn Sie sich an alle diese wertvollen Hinweise halten, dann können Sie ganz sicher sein, Sie kriegen genauso in die Fresse, als hätten Sie es nicht getan. Friedensschwurbler. Querfront. Wir Nationalsozialisten. Von Putin bezahlt. Zum ersten Mal seit dem verbrecherischen Krieg Russlands gegen die Ukraine, die wir deshalb völlig zu Recht mit Waffen unterstützen und keinesfalls zur Kapitulation nötigen wollen, sagt die Hälfte der Bevölkerung, der anderen Hälfte der Bevölkerung die Meinung. Das ist diese sogenannte westliche Demokratie, um die es ja allen gerade geht. Ich werde nicht zur Demo fahren in Berlin. Ich war 81 Hofgartenaue bei den großen Friedensdemos dabei und bin seitdem traumatisiert. Weil wir haben damals auch gedacht, wir hätten uns ausreichend abgegrenzt. Maoisten, Stalinisten, Spinner, Ökos. Da haben wir uns was in die Tasche gelogen. Da waren jede Menge Grüne. Bundesjustizminister Marco Buschmann will endlich deutsche Gesetzestexte von Nazisprech befreien. Ja? Ist ihm eingefallen in der Mußestunde, als er über den Hindenburgdamm zu Lindners Hochzeit nach Sylt fuhr. Frage bleibt trotzdem, wie heißt er dann? Es geht jetzt immer so weiter. Immer im Kreis und ihr werdet denken, ey, Scheiße, wenn er raus wollt, Organspenden.